So, also die Zeit läuft uns weg. Ich neige jetzt dazu, das so zu machen. Will das sehr gerne mit den Folien machen, weil Sie dann einfach sehen, wie es geschrieben ist und wie es zusammenhängt. Und wir haben es vorhin ausprobiert und es hat alles funktioniert. Wir haben nichts verändert. Und jetzt geht es nicht. Und das sind Zufälle, die vielleicht von woanders her zufallen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es jetzt mit menschlichen Mitteln im Moment nicht ändern. Wir müssen das auf jeden Fall dann wechseln, weil morgen dann mehr Sachen kommen. Und vielleicht zeige ich einfach Folien, die ich jetzt aus dem Kopf sage, beziehungsweise hier nur vor mir habe, und bringe das nur über das Wort zu Ihnen. Ja, müsste ja auch möglich sein. Ansonsten verweise ich auf die Tabelle, die Sie haben, auf die Schriftzeichentabelle, und dann können Sie das dort nachvollziehen. So ist es manchmal im Leben, dass man was macht, was Neues macht, und dann kommt auf einmal ein Block, ein Hindernis, das geht nicht weiter. Und wir denken dann, ja, was mache ich jetzt? Als der Andreas mich anrief vor ungefähr einem halben Jahr oder ein bisschen länger und gesagt hat, könntest du dir vorstellen, nochmal nach Linz zu kommen, da war ich sehr erfreut, weil ich vom letzten Mal viel Rückmeldung erhalten habe, viel Positive. Nicht in dem Sinn, das habe ich noch nie gewusst und das ist ein toller Zusammenhang, sondern das ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Sondern mir ist wichtig, dass ein Mensch mir vielleicht sagt, wenn es so ist, es hat mich berührt. Denn Friedrich Weinreb sagte mal, ich kann Ihnen so viel Wissen vermitteln, dass sie gar nicht mehr aufstehen wollen vor der ganzen Last, die dann auf ihnen ruht. Und darum geht es gar nicht. Er hatte mal einen großen Kurs begonnen und bei dem Kurs sagt er, wenn vielleicht ein Moment in diesem Kurs ist, wo sie innerlich berührt werden von einer anderen Welt, dann war der Kurs super. Und so möchte ich eigentlich auch diese Tage erleben. Ich mache mir selbst dann den Stress und denke, da sitzen welche dabei, von denen ich weiß, sie kennen sich sehr gut aus. Und man will das, also man darf ich nicht sagen, ich will das dann toppen. Ich will noch einen oben draufsetzen, noch mehr Zusammenhänge, noch mehr Sprachkenntnisse und so weiter. Ja, und dann kommen also diese Zusammenhänge, sind eine Sache. Aber womit verbinden sie sich? Verbinden sie sich untereinander, objektiv? Oder verbinden sie sich auch zu mir hin, also subjektiv, dass ich selbst mit eingebunden bin? Es geht also nie um Recht haben. Das war das erste Zitat, das ich hier hatte. Mit dem hätte das jetzt, oder beginnt das jetzt auch, das sagt Weinreb einmal, wer Recht haben will, hat sowieso Unrecht. Und weil es in dieser Welt, des Inneren, gar kein Recht haben gibt. Es geht nicht darum, hat einer mehr oder weniger, weiß einer mehr oder weniger, oder bin ich jetzt schon weiter? Mich haben schon einige Leute angerufen oder per E-Mail, ja, wenn ich so weit wäre, wenn ich das alles wüsste, das wäre vielleicht viel schlimmer, weil ich habe anfangs auch gedacht, jetzt gehe ich systematisch vor, es wird alles digitalisiert, alles durchsuchbar gemacht, alle Zusammenhänge, was ich analytisch irgendwie zusammenbringen kann, wird zusammengebracht. Und je mehr dann kam und je mehr ich gesehen habe, desto mehr habe ich gemerkt und gespürt, man kann jetzt gar keine Worte mehr darüber sagen. Es lässt sich nicht mehr ins Wort bringen, weil man es dann zertrümmern müsste. Und also der Weg, der uns leitet zu diesem Wissen, in Anführungsstriche, weil es ist eigentlich gar kein Wissen in dem Sinne, dass man es lernen könnte. Es ist ein persönlicher Weg, der uns, wie Gott immer sagt, wie Weinreb sagt, aber es stimmt schon, der uns Gott näher bringt, weil Gott sagt das in seinem Wort so. Wir werden näher gebracht, näher unserem Ursprung, unserer Urquelle. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir mit noch mehr Wissen, weil Wissen, wir haben einen Weg in der westlichen Gesellschaft, der Wissen schafft. Und die Wissenschaft wurde ja irgendwann, im Mittelalter ging es so langsam, immer mehr los, immer schneller, hat sich das potenziert. Und der Urgedanke war mal, wie ich das von einem amerikanischen Wissenschaftler aus dem 16. Jahrhundert gelesen habe, dass wir immer mehr Wissen sammeln, um was eigentlich? Um immer mehr zu kontrollieren. Um zu kontrollieren, um das Leben lebenswerter und einfacher zu machen. Wir sammeln also Wissen, weil wir bestimmen wollen.
Das ist eigentlich der Hintergrund von dem objektiven, abstrakten Wissen. Und wenn man so natürlich an die Bibel herangeht, dann kann nichts anderes da geschehen, als dass mir die Bibel entgleitet. Weil die Bibel eine subjektive Beziehung voraussetzt. Das ist, die Bibel öffnet sich nicht, indem ich jetzt sage, jetzt, was hast du, was gibst du, was kriege ich da alles raus? Man vergleicht das im alten Wissen mit einer Vergewaltigung. Man kann auch durch eine Vergewaltigung Kinder zeugen. Es sind Kinder entstanden durch Vergewaltigung, eine ganze Menge, bis in die heutige Zeit. Und man kann auch sogenannte Früchte provozieren, indem man die Bibel vergewaltigt, ganz ohne Zweifel. Und da kommt auch vieles bei raus. Und wir wissen, wie sich ein Mensch entwickelt, wenn er nicht gewollt ist. Das ist sehr schwer. Und wir wissen, wie sich auch solche Kinder entwickeln, aus so einem Ansatz die Bibel zu lesen, die nicht mit der Intention geschehen sind der Liebe. Denn die Liebe ist die einzige Qualität, so heißt es im alten Wissen, die einzige Qualität, die durchdringt zum Ewigen. Nichts anderes, kein Wissen, kein gescheiter Abschluss, kein, ach, das habe ich aber gut gemacht, nichts, aber auch rein gar nichts, bringt uns in diese andere Welt, außer die Dimension der Liebe. Und die Liebe ist nicht das, was wir biologisch, hormonell empfinden, wenn wir uns verlieben. Das dauert ja biologisch, ist das so ein Peak von 6 Wochen, da ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Befruchtung kommt, sehr hoch, so wird es erklärt, sondern die Liebe ist eigentlich etwas, was in uns so tief verborgen ist, so weit verschüttet, so bescheiden, dass wir es übergehen. Dass alle Welt von der Liebe redet, ohne überhaupt zu wissen, was damit gemeint ist. Man kann gar nicht beschreiben, was damit gemeint ist. Das ist etwas, was mit dem Thema verloren hat, was auch mit Schuld zu tun hat, nämlich mit verloren und wiedergefunden. Dann redet man nicht. Wir haben die Tage ein Ereignis gehabt, ist so wieder einfach. Und ich sage immer banal, und banal kommt ja, das ist eine Kirchenterminologie, das kommt aus dem Bann. Man verbannt etwas aus dem Zentrum nach außen, weil man es nicht für wert achtet. Daher kommt der Begriff banal. Und es ist aber etwas, was so schildert, wie unser Empfinden ist. Und zwar ist unsere Katze, wir haben eine Katze, die ist uns als ganz kleines Dingelchen zugelaufen. Und wir haben sie dann hochgepäppelt und die ist so anhänglich. Die ganze Familie ist jetzt 2 Jahre alt fast. Die ganze Familie hängt unglaublich an diesem kleinen Tier und das Tier spiegelt das wieder. Das hat so seine festen Zeiten und an einem Tag jetzt kam es nicht zurück. Also es war mal weg, mal stundenlang weg und abends war es mir, also normal ist sie morgens immer da. Und wir haben noch kleine Kinder, also 10 und 8 Jahre alt und die haben schon gesagt, wo ist die Katze? Und mir ist dann nur eingefallen, verloren und vermisst. Das waren die Begriffe, die mir dann direkt spontan eingefallen sind. Und dann abends war es mir, die haben die überall, das ganze Terrain abgesucht, mit dem Auto abgefahren, wo können die Katze sein? Und die ist schneeweiß. Also man sieht die überall. Und gerade da, wo ich bin, derzeit in Portugal, da ist der Waldbrand gewesen letztes Jahr und es ist noch viel, viel schwarz. Und da sieht man die weiße Katze noch besser. Und dann abends war es mir so, als sagt mir jemand, geh mal raus. Und dann gehe ich raus und rufe die Katze und plötzlich kommt sie aus dem Gebüsch hervor und war wie total verängstigt. Und dann sind noch mehrere ganz komische Sachen an dem Tag passiert. Also es muss so gewesen sein, dass sie gejagt worden ist und kam nicht mehr. Das ist auch jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig war mir, die Kinder gehen dann zu der Katze, umarmen die und fangen an zu weinen. Und dann habe ich gedacht, so eine Beziehung hatten die noch nie zu der Katze gehabt. Das war dieses Vermisstsein. Dieses Weggehen. Man ist weg, wenn man im Portugiesischen oder Spanischen sagt, ich habe mich verlaufen, dann sagen die, estou perdido, ich bin verloren, heißt es wörtlich. Ich bin verloren. Und dieses Verloren, was die Bibel bezeichnet, ich habe da ein langes Video gemacht auf YouTube, kann man das anschauen, 1 Stunde 20, was verloren eigentlich bedeutet. Kommt eben aus diesem in die Vielheit gehen. In die Vielheit, das, der Begriff verloren, der schreibt sich mit den hebräischen Buchstaben 1, 2, 4 und dann folgt folgerichtig 8, 16, 32, 64, 128. Das ist die Digitaltechnik. Ja, und dazu wird es auch begründet, also Weinreb, Mathematiker, der hat selbst gesagt, das ist der Anfang der Exponentialreihe. Und da sind die Computer mit aufgebaut, auch das, was jetzt gerade nicht funktioniert.
Und die Wissenschaft heißt auch im Englischen Science. Und Science kommt von dem lateinischen Wort scio. Scio ist zertrennen. Auch das Wort scissor. Scissor im Englischen ist die Schere, die zerschneidet und zertrennt. Also Vielheit macht. Zerschneiden und zertrennen ist Vielheit machen. Und über das Differenzieren, über das Vielheit machen, über das Hinausgehen in das Wissen, kommt man nie zurück zum Integral. Über das Differenzieren kann ich immer nur weitergehen, immer nur weitergehen. Ich kannte einen Biologiestudent, war ziemlich ein Alter gewesen, und ich war immer ganz interessiert, was machst du so und was habt ihr gerade für Themen? Und dann sagt er, es ist unglaublich, wir öffnen eine Tür, wissenschaftlich korrekt, und dann sagt er, und dann sind wir in einem Raum mit 1000 neuen Türen. Und es geht immer weiter, es wird immer komplizierter, komplexer, und man findet da eine ganze Menge, aber es ist wertfrei oder nicht wert, es ist wertlos für den Menschen, wenn der Mensch es nicht zurückverbinden kann zu dem, wo das eigentlich herkommt, wo es seinen Ursprung hat. Und das ist genau der Punkt, ihr habt, worum es geht bei diesem alten Wissen, dass wir wieder anfangen zu verstehen, wo fängt es eigentlich an. Und ich verstehe auch die Problematik im christlichen Denken, es ist egal, fast aus welchem Lager wir kommen, wo man von der Präexistenz der Seele nicht viel wissen will. Und es gibt da zwar auch verschiedene Bereiche, wo man sagt, ja gut, das könnte sein, aber Andreas hat es genau so richtig gesagt, in der alten Tradition wird selbstverständlich, also mit einer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, dass die Seele vor dem Eintritt in diese Welt auch existiert hat, dass sie vorher bei Gott war, dass sie aus Gott hervorkommt und dass sie dann einfach hier, wir hatten es letztes Jahr sehr ausführlich darüber gesprochen, wie in einen Käfig kommt, in eine Gefangenschaft und in einen Körper. Der Körper wird uns morgen, übermorgen noch beschäftigen. Dass wir in diesem Körper eben die Seele transportieren, aber umgedreht als Mensch, der Mensch als Ganzes auf diesem Körper reitet, wie auf einem Esel. Und der Körper also selbst nicht der Mensch ist. Und die Seele eine Qualität von Gott selbst ist. Und das wird im Hebräischen, das wissen viele wahrscheinlich auch von Ihnen, im alten Wissen unterschieden, dass es zwei Seelen gibt, dass es eine Nefesh gibt und eine Neshama, beides weibliche Worte. Also die Seele ist in diesem Denken auch weiblich, es ist eine weibliche, eine frauliche Qualität. Und wir wissen auch, dass Frauen auch zu seelischen Bereichen, könnte man sagen, eine bessere Beziehung haben als die eher doch kühleren Männer, die mehr objektiv veranlagt sind. Und Frauen halten von Natur aus das Haus zusammen. Sie kümmern sich um das Haus, um Dekoration. Das liegt so tief in einer Frau drin, dass sie sich kümmern will, dass sie umsorgt und kleidet. Das sind alles Ausdrücke der Seele. Die Seele möchte ein Heim schaffen. Die Seele möchte zusammenhalten. Die möchte das Verlorene nicht sagen, na, ist das selbst dran schuld? Ja, lass mal fort sein. Sondern sie möchte zurückholen, wo ist das Kind hin, wo ist es und was macht das jetzt gerade? Das empfindet eine Frau so tief, ich bin keine Frau, aber ich habe weibliche Anteile. das empfindet eine Frau so tief, dass das eigentlich gar nicht in Worte zu fassen ist. Ich sage das mit weiblichen Anteilen. Ich sehe natürlich jetzt hier weibliche Gesichter in männliche Gesichter, aber im alten Wissen geht man nicht davon aus, dass der Mensch getrennt erscheint. Man nimmt immer den Menschen als Ganzes, es ist Adam. Adam ist das Wort eben von Adam und von dem ganzen Menschen und der erscheint jetzt mal hier auch biologisch unterschiedlich, aber im Wesen ist er sowohl weiblich als auch männlich. Und natürlich, das sagen schon die Biologen und die Mediziner, die Frauen haben genauso auch männliche Hormone und die Männer haben weibliche Hormone. Und natürlich sind wir aber um unsere Biologie und unseres Lebens willen hier auf Erden, sind wir unterschiedlich gewichtet, sonst könnten wir ja gar nicht so hier leben. Vor ungefähr 2 Jahren schrieb mir ein Mann folgende Zeilen, nur ganz kurzes Zitat, und das hat mir viel gegeben. Das alte jüdische Wissen wies mir einen Zugang zur Heiligen Schrift, der mit mir zu tun hatte. Die Worte öffneten sich immer weiter und vor allem tiefer. Seit diesem Erlebnis erschienen mir die gelehrten, historisch-kritischen Exegesen unbedeutender denn je. Der Mann hat Mathematik, Theologie, Philosophie und Psychologie studiert. Es war so jetzt nicht irgendeiner,
sondern es war ein sehr gescheiter Mann, der es überall versucht hatte. Und das Schicksal wollte, dass er ausgerechnet vom Schüler eines indischen Yogi ein Weinrebbuch geschenkt bekam. Das Buch Jona steht da hinten. Und dieses Buch hat ihn dazu, das hat ihn gepackt. Das hat ihn so gepackt, dass er mir, also der Brief, der geht seitenweise, dass er gesagt hat, endlich hatte ich was gefunden, was mich innerlich lockt, wie die Mutter das Kind lockt, nach Hause bringt und sagt, ja, da draußen kann man viel lernen. Es ist ein ganz buntes Feld, es gibt unzählige Möglichkeiten. Tatsächlich, die Differenzierung geht ins Unendliche. Aber irgendwo suchen wir ja dann doch auch die Heimat. Und die Heimat ist immer etwas Vertrautes, ist immer etwas, wo wir im Dunkeln auch die Toilette finden. Und wo wir sagen können, jetzt bin ich da, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt bestimmt kein anderer und so weiter. Und wenn dann solche Zuschriften kommen, dann freue ich mich immer, weil ich spüre, auch andere Menschen sind auf diesem Weg. Und die sind nicht dadurch gekommen oder dahin gekommen durch eine Überzeugung, sondern oftmals waren es schwere Schicksalsschläge, die man hatte. Und ich habe hier ein Bild, das hätte ich jetzt hier gezeigt. Das sind zerbrochene Tonscherben. Es ist auch eine Art Schicksal. Es zerbricht, wie ich letztes Jahr schon erzählt habe, an einem Samstagabend, es zerbricht in unzählige Scherben. Man spricht dann in der Überlieferung von den Kelim, von dem, was auch am sogenannten Polterabend gemacht wird, vor der Hochzeit, auch bei den Juden. Ja, bei den Juden tut man traditionell Porzellan und Gefäße zerschmeißen, dass es ganz viele Scherben gibt. Und dann heißt es, das ist jetzt der Beginn eurer Zweisamkeit. Und jetzt ist der Auftrag in eurem Leben, diese zerbrochenen Scherben zu finden. Und wir alle sind solche zerbrochenen Scherben, die eben auf dem Weg dahin sind, die passenden Gegenstücke zu finden. Und immer wenn wir sowas finden, das sind manchmal Alltagssituationen, die eine Sekunde lang sind, spüren wir etwas. Wir können es gar nicht in Worte kleiden, weil es uns auf einmal wie in die Steckdose steckt und uns verbindet mit etwas, wo wir spüren, ist das schön, ist das herrlich, dass ich tatsächlich ein Mensch bin, der nicht verdammt ist, sondern ein geliebter Mensch, über und über die Maßen. Und ich weiß von jemand, der gesagt hat, der auch in den unwahrscheinlichen innerlichen Auseinandersetzungen war und alles angefangen hat anzuzweifeln und zu hassen, sagt, und ich kann Gott auch gar nicht lieben. Ich kann den nicht lieben. Du sollst Gott lieben. Wie soll ich denn lieben? Ich kann den nicht lieben. Und dann hat er geforscht und studiert und liest dann, Gott liebt dich. Du bist ein Geliebter. Und dann sagt er, ja, dann liebe ich ihn auch. Also dieser, es ist dann die Reaktion. Gott tritt zu uns in Aktion durch Alltagserlebnisse. Durch Begegnungen jeder Art. Das kann mit Menschen sein, das kann auch mit Tieren, das kann in der Natur sein. Einfach, dass ich stolper, falle hin und finde etwas, das man sonst vielleicht nie gefunden hätte. Und Erlebnisse, wo ich sage, das gibt's doch gar nicht jetzt. Das ist zum Beispiel auch eine seltsame Sache. Normalerweise wäre ich jetzt für dieses Wochenende über Frankfurt geflogen und dann nach Linz direkt. Das wäre für ein Flugzeug ist das ja kein großer Weg. Und das wäre für mich sehr einfach gewesen. Dann rief mich aber jemand an und sagt, oh, komm doch hier in den Münchner Raum geflogen und dann können wir zusammen dahin fahren. Da habe ich gesagt, naja gut, dann muss ich eine andere Fluggesellschaft, andere Flughafen und so weiter. Aber es war nichts gebucht, war gar kein Problem. Habe das dann alles fest gebucht. Und dann rief er mich später an, als ich dann schon nicht mehr stornieren konnte. Ja, ich kann leider nicht, ich habe Aufenthalt im Krankenhaus. Und dann dachte ich mir, ja, aber für irgendwas muss es gut gewesen sein. Für irgendwas war das jetzt gut. Und dann habe ich einfach angerufen, habe noch einen Mietwagen dazu bestellt und bin dann eben im Mietwagen hergefahren. Und dann höre ich, diese Woche sind große Streiks bei der Lufthansa und ich wäre genau betroffen gewesen. Ich wäre gar nicht hier. Ja, aber das konnte man doch nicht wissen vom Vierteljahr. Wer konnte das vom Vierteljahr wissen? Und das ist der Ausdruck der Ewigkeit. Da ist die Zeit, heißt es mal, ist gebündelt in einem Punkt. Nulldimensional wird da gesagt. Nulldimensional, und da gibt es keine Zeit, da ist alles da. Jetzt muss natürlich die Logik sofort sagen, also bei mir sagt sich, ja, dann ist ja alles vorherbestimmt. Ja, das ist ja die logische Konsequenz aus diesem Ganzen raus. Und Weinreb sagt tatsächlich mal, ja, es ist auch alles vorherbestimmt. Aber
wie ich mich dazu stelle und von welcher Seite ich das sehe und vor allem erlebe, das ist meine Freiheit. Und es ist wie bei einer DVD, vielleicht kann man sagen, es ist ja der ganze Film da drauf. Und je nachdem, wo der Leser gerade ist, dieses Bild, das uns begegnet, unser Alltag. Also die Zeit ist etwas, und das wird immer gesagt, etwas ganz anderes, als wir meinen zu wissen, dass sie es ist. Beispiel daraus ist das liegende Kreuz. Das liegende Kreuz ist ja das Zeichen für die Taf in den alten hebräischen Hieroglyphen. Das liegt also auf der Seite. Und diese Horizontale im Kreuz, das ist Kausalität, sagt man dazu. Es ist also diese Zeitlinie. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Darauf baut die ganze Wissenschaft auf. Alles baut darauf auf. Unser ganzes Schulsystem baut auf Ursache, Wirkung. Wenn wir auch zu einem normalen Allgemeinmediziner gehen oder einem Schulmediziner, der baut auf Ursache, Wirkung. Anders. Und dann versucht er, die Wirkung zu bekämpfen. Und mit der Ursache wird es manchmal ein bisschen schwierig. Aber es baut alles darauf auf. Und wenn jetzt das Kreuz, das auf der Seite liegt, aufgerichtet wird, dann verliert dieser Horizontalbalken die irdische Beziehung, also die Messbarkeit von der Erde her. Er hängt auf beiden Seiten in der Luft, der Balken. Das ist auch ein Bild von dem Kreuz. Und indem es in der Luft hängt, weiß ich eben gar nicht mehr, wie die Dinge zusammenhängen. Man kann auch nur immer, wir leben in einem Nachtleben. Das ist morgen mal beim Herzigen Samariter der Fall. Da müssen wir mehr drüber zu sprechen. Wir leben in einem Nachtleben, in einem Nachterleben. Und da gibt es eben dieses Hell-Dunkel, ist digital, Hell-Dunkel, Schwarz-Weiß, Farben wird ganz schwierig in der Nacht zu sehen, die sehen wir nur am Tag. Und in diesem Nachtleben ist dann eben alles Schwarz-Weiß, dann kann ich das nicht anders sehen. Aber sobald es aufgerichtet wird und dann kommt eben diese Verheißung, die ja beim Noah nach der Sintflut ist, ich spanne den Bogen, den Keshet heißt es da im Hebräischen, ich spanne diesen Bogen mit diesen 7 Farben, mit diesen 7 Spektralfarben und zeige dir, wie schön doch alles ist. Und was sagen wir, wenn wir jetzt die Blumen, der Frühling kommt jetzt, es ist wunderschön. Und all das ist also da abgeschattet und kommt zu uns dann zurück. Und in dem Moment, wo wir das Kreuz auch verstehen von der Bedeutung vielleicht auch mal oder von dieser Seite, können wir sagen, dann kann es nicht anders sein, als dass ich geborgen bin. Dann kann mir gar nicht zustoßen, es sei denn, das ist ja Römer 8, 28, dass Gott all denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und die nach dem Vorsatz berufen sind. Und es sagt mein Rittmal, der Vorsatz ist, du erkennst, dass du von woanders her stammst. Wenn du das erkennst, dann bist du automatisch berufen. Denn ich kann ja nur reagieren, wenn ich erstens die Sprache verstehe und meinen Namen kenne. Und dann kann ich auf einen Ruf reagieren. Und es spricht uns an. Wir hatten die Tage, also ich wohne in Portugal in einem Bereich, wo es fast keine, ja, so gut wie keine Deutschen gibt. Ich bin also die ganze Zeit eingekleidet von einer für mich bis dato fremden Sprache. Da sind wir vor einigen Tagen in einem Supermarkt gewesen und laufen raus. Und auf einmal höre ich nur Wortfragmente, ja, das können wir an Ostern machen. Verstehe ich sofort. Das ist meine Sprache, das ist meine Muttersprache. Verstehe ich sofort. Genauso versteht die Seele in uns sofort, wenn die Sprache von der anderen Seite kommt. Da brauchen wir keine Stunden machen und Kurse und Seminare, das ist die Sprache und das ist so und das ist so. Dann sagt es innerlich nur noch, ja, es kann gar nicht anders sein. Weil in der Muttersprache braucht einem niemand sagen, was die Worte bedeuten. Wir verstehen das schon. Ich rede jetzt momentan sehr schnell. Und Sie haben kein Problem, mir zu folgen, glaube ich. Weil Sie auch alle, denke ich, Deutsch als Muttersprache haben. Und gut, nicht ganz. Aber Niederländisch ist doch sehr nah dran. Und da erklingt etwas in uns. Das ist das Besondere. Also diese Welt wird gesehen als das Zerbrechen der Gefäße. Und das heißt, das Gefäß ist zerbrochen, weil es die Liebe nicht fassen konnte. Die Liebe ist so unermesslich, dass dieses Gefäß, was auch das Materielle darstellt, zerbricht und dadurch etwas ausgeschüttet wird. Ja, ich wollte unbedingt gerne über diesen ersten beiden Worte der Bibel reden. Bereshit bara. Und jetzt verstehst du das? Ah ja, aber ihr kann das jeder, können das alle lesen. Das ist eben ein Punkt, ich vielleicht zeige oder so. Also
ganz rechts oben. Kennen mittlerweile viele diese gerade diese ersten sieben Orte. Bereshit Bara. Und dieses Bara hier, das findet man hier ja auch schon. Also dort und dort ist es vorhanden. Und dieses Bara ist eben dieses Schöpfen. Schöpft. Gott schöpft. Und das sind die Zeichen, das haben Sie jetzt auf Ihrer Tabelle. Das ist Bet, Resh und dann Aleph. Und es beginnt mit der Bet, dieses Schöpfen. Auch die Bibel überhaupt rechts oben beginnt mit diesem Zeichen, was so aussieht wie so ein umgedrehtes C. Und dieses Zeichen ist der Buchstaben, ist der Zahlenwert 2 und dann kommt der Zahlenwert 200 und dann geht es auf die 1. Und da wird dazu gesagt, das ist der ganze Sinn der Schöpfung, diese drei Zeichen. Hier sehen wir die ganze Schöpfung drin vereint. Es geht von der 2, von der Beit. Beit heißt auch Beit, ist das Haus. Es wird ein Haus gemacht und Haus heißt zu Hause sein. Zu Hause, da wo es vertraut ist. Also die Schöpfung ist nicht gemacht, um sich darin fremd zu fühlen, sondern es ist zu Hause. Aber vielleicht kennt das manche unter uns. Wir sind in einem Haus aufgewachsen. Bei mir war das so gewesen. Ich war bis zum 6. Lebensjahr in einem Haus und bin dann woanders hingezogen. Und kam dann nach vielen Jahren wieder zurück. Und auf einmal sagte ich, das ist doch nicht mein Elternhaus von früher. Ich hatte nämlich eine andere Perspektive eingenommen. Ich war ja früher ein ganz kleiner Bub und da war alles so riesig groß gewesen. Und dann die Dimensionen waren anders. Aber in dem Moment war es plötzlich ganz klein. Da sag ich, in so einem kleinen Haus habe ich gewohnt, in so kleine Zimmer. Und das ist, wenn wir in diese Welt kommen, in Raum und Zeit, dann ist es erstmal so klein. Nee, das kann nicht sein. Das ist ja alles, das ist ja beengend, das ist beängstigend. Aber doch zeigt Gott in dieser Beengung seine Größe von der anderen Seite. Es ist also dieses Haus, das uns eigentlich vertraut sein müsste. Aber in unserer Gesellschaft ist es nicht mehr vertraut. Es wird sofort vertraut, wenn ich die Dinge aber jetzt über mein Fragen zum Ursprung hin verbinde. Indem ich frage, warum gibt es Blumen? Warum gibt es Tiere, diese vielen Arten von Tiere? Warum gibt es Tiere mit ganz speziellen Eigenschaften? Und jedes Tier hat eine ganz spezielle Eigenschaft. Und warum werden ausgerechnet diese Eigenschaften alle ins Wort gepackt, nämlich in die Teva, übersetzt Arche? Warum hat die Arche all das in sich? Warum hat die das Wort all das in sich, was sich jetzt hier im Außen zeigt? Es müsste uns vertraut sein. Ist aber den meisten nicht vertraut. Die Kinder gehen heute in die Schule, lernen abstrakt, lernen keine Beziehung zu sich selbst. Was bedeutet die Katze? Das wusste man früher. In ganz alten Schulen wusste man das. Was bedeutet eine Katze? Was bedeutet ein Hund? Da brauche ich kein Hebräisch kennen für. Und wie reagieren Tiere? Was ist ein Kaninchen? Wo leben überhaupt die Tiere? Leben die überirdisch, unterirdisch, im Wasser? Dann gibt es, wie das letzte Mal vom Frosch geredet, es gibt Tiere, die leben im Wasser. Amphibien und die leben außerhalb vom Wasser. Und was bedeutet wieder Wasser und was bedeutet wieder Luft? Und insofern ich das mit mir zusammenbringe, mit mir selbst, wird es auf einmal vertraut. Und indem, dass es vertraut wird, entsteht bei mir ein Gefühl von Zuhause sein. Und damit ist die Welt auf einmal nicht mehr der böse Ort, wo alles nur furchtbar und furchtbar schief geht, was aber nach der Wahrnehmung so ist. Wenn wir jetzt die Medien gerade durchschauen und so weiter, dann ist es wirklich nicht so gut um uns bestellt, wenn man so will. Aber darüber will ich nicht sprechen. Ich möchte eher sagen, diesen Vers, dass sich selbst verleugnens, sagt Weinreb einmal drüber, verleugne dich in deiner eigenen Wahrnehmung selbst, widerlege dich selbst in deiner Wahrnehmung, sag, es ist doch anders. Und wenn du das nicht kannst, dann stelle wenigstens die Frage, könnte es nicht auch anders sein? Von der Wahrnehmung her ist es so, es ist schlimm. Aber von der anderen Seite her ist es vielleicht gerade das Allergrößte, was vorbereitet wird. Und es zeigt sich in Form von Wehen, die, jede Mutter weiß das ja, die auch ganz, ganz furchtbar sind und die aber dazugehören, um etwas unglaublich Schönes, das größte Glück des Menschen, sagt man, auch biologisch, dann irgendwann in Händen zu halten und zu sagen, das ist so groß, was da rausgekommen ist, so großartig. Und bei der Geburt fließen Blut und Wasser. Und das sind ganz wesentliche Stoffe auch in der Bibel, im biblischen Kontext.
Und das ist auch das, was bei am Kreuz fließt, Blut und Wasser floss heraus, heißt es da. Das ist die Geburt, wo etwas Neues entsteht und wo etwas bisher so nicht Dagewesenes in Erscheinung tritt. Bara beginnt mit der 2, also mit auch mit dem Zahlwert 2, denn das Beit ist der Zahlwert 2. Und da wird gesagt, was 2 ist, heißt, es wird sichtbar. Punkt. Ist also, es stellt sich so dar, dass alles, was irgendwie sichtbar wird, was Materie wird, auch Gedanken sind heute sichtbar. Man kann heute über bildgebende Verfahren, kann man sehen, wie ein Mensch gestimmt ist, wie er reagiert. In der Psychologie wird das ja unglaublich weit erforscht. Und all das hat mit der 2 zu tun. Das ist eine Welt, die sichtbar ist. Und diese sichtbare Welt mündet aber dann, geht weiter über die 200. Das muss ich zu einem hebräischen Alphabet sagen. Ich habe es diesmal in 3 Reihen gegliedert. Also einem ganz bestimmten Grund. Ganz links oben steht eine 1. Das ist die eine Reihe. Das ist von der Aleph bis zur Tet ist das also eine Reihe. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und diese Zeichen erzählen natürlich eine Geschichte von uns selbst. Man sagt, das ist die vorgeburtliche Phase. Dieses Wochenende nicht das Thema, das hebräische Alphabet. Aber es beginnt ja komischerweise nicht mit der 1, mit der Aleph, sondern es beginnt mit der 2. Also wenn wir etwas Grundsätzliches sagen wollen über all das Wissen, Schöpfung, Himmel und Erde, dann muss man das wissen, es geht hier um die sichtbare Welt bei mir. Und man kann hier das, ja, es ist ein bisschen eingeschränkt, aber versuch's mal. Hier ist also dieses Bait. Diese Bait ist auch eine Präposition, nämlich in. Wenn etwas in etwas ist, dann wird diese Präposition im Hebräischen direkt mit dem Wort verbunden, sodass ein Ungeübter gar nicht mehr erkennen kann, ist das jetzt eine Präposition oder gehört das zum Wort? Das ist also dann etwas schwieriger, aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann das Wort ganz anders zu lesen. Man, genau genommen weiß man es gar nicht. Ist es jetzt hier eine Präposition oder nicht? Natürlich, es gibt die Gelehrten, die sagen, ja, es gehört jetzt hier, es ist eine Präposition, Bereshit. Und man könnte aber auch sagen, ja, vielleicht ist es keine Präposition. Und dann ist es doch bara schon am Anfang. Also, ich möchte sagen, diese Sprache, die ist so frei, die bietet dann so viele Möglichkeiten und man soll beginnen, wenn man etwas vertraute, damit ist ruhig mal zu spielen, wie Kinder spielen. Kinder spielen mit der Sprache. Die finden es ganz witzig, wenn es auf einmal so Teekesselchen gibt, so ein Wort klingt sehr ähnlich und dann sagt man das mal so und mal so. Das fällt mir komischerweise kein Beispiel ein. Aber Kinder spielen mit der Sprache. Und so heißt es auch, spielt man, nämlich wenn man das studiert, wieder wie ein Kind, Tora studieren heißt, wie ein Kind, sich dem auch nähern und annähern und von dem Ernst wegkommen. Das deutsche Wort Ernst kommt ja etymologisch von Rinnen, ein Rinnsal. Es rinnt also etwas, das ist Ursache-Wirkung, es rinnt. Das Wasser rinnt nur, weil es die Schwerkraft gibt, sonst rinnt es nicht. Und es fließt also von oben nach unten und das bedeutet, also es hat einen Anfang und geht immer weiter. Und von diesem Wort kommt dann der Ernst. Und im Englischen heißt es serious. Are you serious? Portugiesen sagen serioso. Immer die Serie. Die Serie ist auch eine Aufeinanderfolge. Eine Fernsehserie heißt, es gibt eine Folge, 2, 3, 4, 5. Das ist die Serie. Und Ernst heißt also, wenn ich ernst bin, ich glaube an Ursache und Wirkung von meiner Wahrnehmung her. Und da sagt dann das alte Wissen, den Ernst kannst du entsorgen, den gibt's gar nicht. Denn das ist genau der Schachzug, könnte man sagen, des Verführers, des Verleumders, das Diabolische, Diabolo, Diabalein im Hebräischen, im Griechischen, das Durcheinanderwerfen, das Durchwerfen, ich schmeiße es durcheinander, bring alle Struktur raus, wo ich noch etwas erkennen könnte, kann ich jetzt nichts mehr erkennen. Und in dem Fall wird mir dann irgendwo der Zusammenhang nicht mehr erschlossen. Also mit Bereshit könnte ich auch was anderes sagen. Und dann kommt Resh, Aleph, Shin. Kann ich auch als Wort lesen, Rosh. Rosh ist das Haupt. Rosh, auch der drittvorletzte Buchstabe ist das Resh. Das kann man auch als Haupt Rosh lesen.
und er ist das Haupt und ihr seid die Glieder, ist vom Neuen Testament, liest man in der hebräischen Neuen Testament-Ausgabe auch, er ist das Rosh. Und dann könnte man auch lesen, im Haupt. Deswegen übersetzt man das auch in der Hauptsache. Wir können aber noch einen Buchstabe dazu nehmen. Wir machen das Jod dran. Und wenn man ein Jod an ein Wort dranhängt, dann ist das Besitzanzeichen für Wort Ich, also mein. Mein Haupt. Roshi wäre mein Haupt. Bereshi in meinem Haupt. Ha, wird schon viel persönlicher. Weil wenn ich jetzt das lese, denke ich, Moment mal, wo entsteht eigentlich die Welt? Als ich vor vielen Jahren anfing, die Bibel von vorne zu lesen, habe ich gedacht, ah, kennst du alles. Schlimm, ja, eigentlich schlimm, wenn man das so sieht, weil dann gibt es ja gar nicht die Möglichkeit des Neuentdeckens. Und als wenn mir jemand antwortet, lese ich die ersten Verse und denke, das ist doch mein Leben. Das ist doch mein Leben, was da steht. Himmel und Erde, ja, bei mir entsteht eine Zweiheit. Und dann kommt dann gleich schon Licht und dann Tohu Wabohu, ich hatte das bei mir auch. Das ist, glaube ich, bei uns allen auch. Das ist unsere eigene Schöpfung, die da steht. Man kann dann Kreationismus machen und Evolution und so weiter und dann jahrhundertelang streiten. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, Weinrib sagt auch immer, niemals wird ein Anspruch erhoben, dass das die äußere Welt ist, die materielle Welt, auf der wir uns befinden. Sondern es geht in der Bibel immer darum, dass der Mensch, der eine Mensch, die ganze Welt ist. Das wird immer wieder gesagt, du bist die ganze Welt. Und die ganze Welt ist in dir. Und wir können eigentlich für uns ein Stück weit einen Beweis dahin sehen, wenn wir abends wegdämmern, wenn wir einschlafen. Dann dämmert tatsächlich die Welt weg. Wir verlassen diese Welt. Die Welt existiert für uns nicht mehr in der Wahrnehmung. Es sind so ein paar Schutzreflexe, die sind noch aktiv. Aber ansonsten ist eigentlich ein Eintritt in eine ganz andere Welt. Und bei dem gesunden Menschen, der jetzt nicht so tief in der Auseinandersetzung, in der Verstrickung ist dann eben der Eintritt auch so tief, dass die Seele, das letzte Mal auch schon erzählt, aber wie sagt Paulus mal, dass ich euch immer dasselbe sage, verdrießt mich nicht, macht euch aber desto gewisser. Nee, man muss es ja auch wiederholen, ich muss es mir selbst wiederholen, und dass die Seele den Körper verlässt und in eine andere Welt geht und dort wieder, könnten wir vielleicht sagen, dass wieder lebendig vitalisiert wird und dann wieder zurückkehrt in den Körper. Und deswegen fühlen wir uns manchmal auch viel, viel besser nach einer guten Nacht. Nicht nur wegen der körperlichen Ruhe, sondern weil unser Inneres mal befreit wurde von dem Käfig. Und wir wissen genau, wie sich das anfühlt. Ich hoffe es, in einem beengten Raum zu sein. Und irgendwann gehen dann die Fenster und die Türen auf. Und dann können wir nämlich durchatmen. Und atmen hängt da auch sehr, sehr stark mit zusammen. Mit diesem Ein- und Auslassen und beengt zu sein. Also Bereshit Bara, Bara endet dann mit der Eins. Und mit der Eins, das ist, vielleicht können wir das morgen nachholen, dass ich es nochmal anhand der hebräischen Zeichen ein bisschen deutlicher zeige. Die Eins ist ja als Zeichen selbst schon eine Einheit von zwei Gegenübern. Das ist schwer, ohne. Ah, nee. Dann kommen noch andere Sachen. Also es ist ein Strich, ein diagonaler Strich. Und oben ist ein Tropfen, das zehnte Zeichen ist das Jod. Ach, genau, Sie haben es ja. Das Aleph ist ja, in der Mitte ist ein Strich und oben und unten, so diagonal versetzt, finden sich zwei, man kann das unterschiedlich schreiben, zwei sich gegenüberstehende Tropfen. Und diese Tropfen sind das zehnte Zeichen, wo die Zehnerreihe mit anfängt, das ist die Jod. Jod ist das kleinste erscheinende Zeichen. Und das wird auch so gesagt, das ist der Tropfen. Der Tropfen selbst ist in der Natur die aerodynamischste Form. Wenn also ein Regentropfen vom Himmel fällt, nimmt er genau die Form an, die den geringsten Luftwiderstand bietet. Und dieses Zeichen ist diese Jod. Das heißt, es wird auch gesagt, das ist ein Zeichen, das direkt vom Himmel herabfällt. Wie ein Tropfen fällt es herab und kommt in diese Welt, um etwas mitzuteilen aus einer anderen Welt. Und deswegen wird das auch mit einer Geburt in Erinnerung gebracht. Deswegen ist das neunte Zeichen, also das letzte in der obersten Reihe, ist die Tet, was die Symbolbedeutung
Gebärmutter hat. Und man sieht auch, die Form ist schon sehr ähnlich. Da ist ein Hohlraum mit einer kleinen Öffnung und da wird etwas Neues zum Leben gebracht. Und diese Iod, die da gespiegelt wird, die Iod hat den Zahlenwert 10, können Sie da sehen. Da ist eine 10 oben und eine 10 unten. Und in der Mitte ist der Strich, das wird als Haken gesehen, das ist das sechste Zeichen. Das ist ein Verbindungshaken, das automatisch auch in der Sprache des Hebräischen eine Verbindung ausdrückt mit dem Wort und. Wenn ich sagen will, und zum Beispiel ich und das Haus, würde ich sagen, ani v beit. V ist dieses sechste Zeichen, das ist das W. Und das wird direkt dann mit der Beit von dem Haus verbunden. Und da wird gesagt, der Menschen erscheint als dieses sechste Zeichen. Der Mensch hat die Verbindung, beide Welten miteinander, diese Aufgabe, beide Welten miteinander zu verbinden. Diese sechs in der Mitte, und jetzt zählen wir zusammen, oben 10 und unten 10, das kann man in Schöpfung im Wort und in Zahlzeichenwort kann man das gut nachlesen mit Grafiken und so weiter, ist das schön dargestellt. Das ist auch etwas, was also eine ganz alte Weisheit ist, das hat sich da niemand ausgedacht, auch Weinreb hat sich das nicht ausgedacht. Er hat gesagt, 90% ungefähr von dem, was ich sage, stammt direkt aus diesen alten Quellen und ich habe Angst, etwas Eigenes hineinzumischen, weil man kann sagen, die andere Seite kommt immer auch gerne mit durch und will was mit hineinmischen und sofort ein Dogma erheben, aber es gibt dort in dieser Welt keine Dogmen, die man jetzt in diesem Sinne einhalten müsste, sondern es gibt nur Beziehungen und damit Qualitäten. Also was sich hier, wird immer gesagt, in einer Vielheit, in Quantität zeigt, ist dort eine Qualität. Und deswegen ist die Zahl auch nicht 1:1 hier übernehmbar, weil sie dort ist sie in der wirklichen Welt, also die jenseitige, nicht sichtbare Welt, und damit meine ich nicht Psi-Phänomene, oder irgendetwas, was man Parapsychologie nennen könnte, denn das ist alles noch irgendwo messbar. Es ist zum Teil sogar man kann es provozieren durch bestimmte Rituale und so weiter, können Sachen, auch was heute sehr modern ist, dieses ganze Channeling und so weiter, das kann man provozieren. Es gibt Durchsagen und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Aber all das sagt er, hat mit jenseitigem Wissen gar nichts zu tun oder mit überhaupt dem Jenseits. Es ist ein Bereich, der vollkommen außerhalb des Provozierbaren liegt. Alles, was ich provozieren kann, egal wie, auch wenn es durch ganz starke Hypnose ist oder durch Konzentration, gelingt unwahrscheinlich viel, also absolute Phänomen. Es gibt Menschen, die haben da Veranlagungen und lassen unglaubliche Dinge entstehen oder verändern was. Und das hat nichts mit Jenseits zu tun. Das ist wichtig, denn das kann man, das sagt man, durch Techniken erreichen. Und das ist eine ganz große Überschrift darüber, zählt zum Bereich der Magie, die eben wieder kontrollieren will. Man will kontrollieren. Das ist immer, man kann eigentlich dann das auch runterbrechen, was steckt eigentlich dahinter. Man möchte durch eigene Konzentration etwas erreichen, wovon man denkt, dass es doch jetzt eine Besserung für mein Leben wäre. Aber wer weiß es besser, was für mein Leben ist, als Gott selbst, der mich in das Leben gebracht hat? Wer soll denn das besser wissen? Und das drückt dann auch diese Vater-Kind-Beziehung aus, die sagt, lass dich das schon erkennen. Beresch, ich gebe dir das in deinen Kopf rein. Was, wenn du diese Beziehung der Liebe hast, kommt diese Qualität auch, dass du erkennen kannst, was in deinem Leben wichtig ist, was richtig ist. Und zwar nur für das eigene persönliche Leben. Was bei mir Gültigkeit hat, muss aber für meinen Nachbar überhaupt keine Gültigkeit haben. Und umgedreht. Und deswegen hört dann dieses Missionieren auch sofort auf. Das wird im Keim erstickt, weil Mission heißt, ich gehe zu den Völkern. Und die Völker sind in der Bibel der Körper und die Organe. Das ist im Hebräischen schon so Goy und Gwi. Das kann man so und so aussprechen. Und genau wie man auch spricht bei einem Volk, das ist ein Staatsorgan. Wir haben es sogar in der Sprache noch. Es sind Staatsorgane. Und die Völker selbst zeichnet also unser Körper ab, ist ein Ausdruck der Völker. Und deswegen gibt es bei Weinreb dann auch keine Diskussion über die äußeren Völker. Was halten Sie von den Palästinensern zum Beispiel? Das ist, wem hilft das? Er sagt mal in einem Vortrag, da wird er gefragt, ja, wie sehen Sie das als Jude? Dann sagt er, wer ist denn eigentlich ein Jude?
Sagen Sie mir doch mal, was ein Jude ist. Über wie viele Generationen hat er einen Ausweis, dass er nachweisen kann, er ist ein Jude? Was hat er für körperliche Merkmale? Was hat er für ein Leben? Wie weit muss ich zurückgehen, dass man sagen kann, ich bin noch ein Jude? Man kann ja heute gentechnische Stempel von sich selbst anfertigen lassen. Man schickt also Sputum, Speichel strickt man ein und dann kriegt man dann so eine Weltkarte, wo überall genetisch man herstammt. Und das ist so witzig, da hört auch dieses ganze Nationale, was ja aus dem Materialismus rauskommt, das hört dann irgendwann auf. Aber trotzdem muss man sagen, dass es natürlich nicht, im Körper gibt es Nieren, die sind paarig, es gibt zwei Paar Nieren. Und die können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, oh, ich bin jetzt mal eine Leber. Das geht nicht. Und die Lunge kann auch nicht sagen, ich bin jetzt ein Herz. Das geht auch nicht. Also jeder hat schon so seine Funktion. Und so haben sich die Völker gebildet, weil, kann man so sagen, weil es eben auch so sein sollte. Und diese, man kann sagen, auch die Völker haben unterschiedliche Aufgaben, so wie unsere Körperorgane auch Aufgaben haben. Die Niere reinigt das arterielle Blut, mal grob gesagt. Die Leber, das, was wir über Verdauungsorgane aufnehmen, venöses Blut, wird in der Leber gereinigt. Und wir haben die Lungen, die eben einen Sauerstoffaustausch machen und so weiter. Und all diese Sachen, all diese Organe sind spezialisiert. Und wir haben weltweit auch das, dass manche Völker sind für eine Sache bekannt, berühmt mitunter. Und andere Völker sind für andere Sachen bekannt, genau wie bei den Organen auch. Und wenn wir das einfach mal für uns verstehen, dass eben, dass das etwas ist, was nicht einfach so entstanden ist, was alles einen tiefen Sinn hat. Und dann sehen wir vielleicht auch, dann kommen wir zu dem Begriff auch des Schabbat hin, der ja als Ruhetag, als einer gegenüber den sechs Tagen der Bewegung steht, wo es dann heißt, ja, jetzt setze ich mich hin, weil Schabbat kommt ja auch von dem Wort hinsetzen, ruhen, Umkehr. Das sind so viele Worte, die mit diesem Shin und dem Bet, mit diesen zwei Buchstaben gebildet werden. Ich hatte es hier vorbereitet, kann es aber jetzt leider nicht zeigen. Dass man sieht, aha, da ist nicht nur einfach irgendein Halten von Regeln gemeint, sondern es ist gemeint, ich habe in mir selbst etwas, wo es heißt, und siehe, es ist sehr gut. Es ist Moed Tov, heißt es. Und dieses Wort für sehr wird mit den Buchstaben geschrieben, Adam, mit Aleph, Dalet, Mem. Also es ist sehr Moed. Es ist sehr gut. Könnte man, wenn wir die Buchstaben umschreiben, Adam ist gut. Wunderschön. Dann heißt es am Ende der Schöpfung, doch, der Mensch ist gut, er ist im Bild und Gleichnis Gottes. Und wenn wir dann in 1. Mose 6 lesen, das Menschenherz ist voll von und so weiter, der Kinderherz, der Jugendherz ist, ach, das Herz ist böse von Jugend auf, so heißt es dann 1. Mose 6 mal. Das heißt nichts anderes als das Böse ist Ra im Hebräischen. Das bedeutet der Weg der Entwicklung. Das Kind muss sich entwickeln. Wir haben im Äußeren haben wir die Entwicklung, den Weg der Entwicklung. Jedes Kind will wissen, will erkennen, ist neugierig. Denn jedes gesunde Kind, wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Aber es ist auf dem Weg von zu Hause weg. Jedes Kind, wir alle waren das mal. Und das ist immer noch in uns da. Weil von dem ewigen Blickpunkt aus gesehen, hat sich das nie geändert im Sinne in einer Entwicklung und Evolution, sondern es ist immer noch in mir da. Ich bin immer noch der kleine Junge, ich bin auch der Ungeborene noch und wir alle zusammen sind das noch. Und diesen Weg eben zu gehen, der Entwicklung, das ist das, was überhaupt erst dazu führt, zu erleben, was überhaupt dazu führt, dass die Katze zurückkommt und die Kinder weinen. Dieses Herausgehen und wieder zurückkommen, aber nur hinauszugehen, und das ist in dem Herz ist es reingelegt, dass es eben erstmal nach draußen geht, weil das Herz macht auch genau das. Es pumpt nämlich in die Außenwelt, es pumpt bis in die letzte Zelle hinein, gehen die Erythrozyten und also die Blutkörperchen und tragen den Sauerstoff, tragen die Nährstoffe. Das Herz ist, kann man fast sagen, zentral im Menschen und bringt dieses Blut, dieses, wie es vom Hebräischen heißt, Gleichnis Gottes, bringt es überall hin, bis in die letzte Zelle. Und da erzeugt das Leben und dort bildet es die Potenz dafür, sich zu bewegen,
was zu entfalten, entfacht zu werden, zu sagen, jawohl, das bin ich und jetzt geht's vorwärts. Und diese Mission wird dann auch nur gesehen in diesem Bild, dass alle Bereiche vom Menschen selbst einbezogen sind. Es ist also keiner, in uns selbst finden sich alle Welten, es finden sich die Pharisäer genauso wie die Schriftgelehrten, auch in mir. Und ich hatte angefangen damit, dass ich gesagt habe, ich habe dann immer mehr mich damit beschäftigt, immer mehr und immer mehr. Und am Ende, nicht am Ende, man kommt dann tatsächlich in Bereiche, wo man einfach nur noch im Schweigen ist und dieses innere Erleben dann nicht mehr ausdrückbar wird. Wie gesagt, und Weinreb sagt dann mal, habe ich hier gerade als Zitat, man darf nur insoweit überhaupt davon sprechen, insoweit man es selbst erlebt hat, sonst schweige man darüber. Und es ist also die Gefahr, und da möchte ich sagen, auch Schriftgelehrten, Pharisäer, ist natürlich auch bei mir da. Ich merke dann, aha, wenn ich jetzt diese Fragen erhalte und so weiter, ja, dann weiß ich ja mehr als der. Ja, das ist automatisch, die Logik sagt dann, ja, du bist gescheiter als der. Aber von meinem Empfinden her, muss ich sagen, ist es gar nicht so. Ist es überhaupt nicht so. Es ist sogar wunderschön, weil ich dann anhand der Frage sehen und erleben kann, ist es auch ein Mensch im Bild Gottes. Es ist genau kein Unterschied zu mir oder zu irgendeinem anderen. Es ist in jedem drin, der Beweis ist unser Herzschlag, unsere Atmung. Das funktioniert jetzt autonom, während wir hier sind. Macht unser Herz das schon? Das ist der Beweis, dass Leben in uns ist. Das würde sonst nicht gehen. Und Leben ist nun mal, kommt von Gott her. Woher denn sonst? Und dadurch, dass wir hier erscheinen können, sprechen können, atmen können, verdauen können, was alles so nebenbei passiert, ist das ein Zeichen, dass wir von Gott getragen werden. Und das kann jeden Moment, Weinreb sagt mal, es gibt bestimmte Punkte am Körper, die darf man nicht drücken, ich sag sie nicht. Sonst entschwindet die Seele sofort. Interessant. Es gibt bestimmte Punkte, wo Organe, die sofort damit korrespondieren, dass die Seele einen Weg nach draußen findet. Man sagt, und die Seele will ständig nach draußen. Die will ständig, weil es ihr natürlich zu eng ist. Sie findet ein Heim, wenn der Mensch sich zurücksehnt nach seinem Ursprung, fragt, wo kommen die Dinge her, was erlebe ich hier? Die Schriftrolle ist zugegangen. Bereshit bara, im eigenen Haupt entsteht diese Welt von Himmel und Erde. Und insoweit das bei uns lebendig wird, kommt dann auch automatisch dieses Empfinden eines Zuhause-Seins zustande, dass wir dann auch gar nicht mehr sagen, wenn wir es dann sagen, dann ist es ein Entblößen. Das heißt mal, es gibt ein neudeutsch ausgedrückt ein No-Go, also etwas, was man nicht machen darf, wenn man den Weg zu Gott geht. Und das ist, heißt das Gilui Arayot, das ist das Entblößen der Scham, heißt es da. Und das wird so gedeutet, man darf das Geheimnis nicht ans Tageslicht bringen. Man darf von sich selbst auch nicht alles rauserzählen. Weil in unserem Innersten, in unserem Geheimnis, sind wir intim mit Gott. Und das geht auch nicht mal den Partnern, es geht niemandem was an. Weil meine tiefsten Empfindungen gehören nur dem, der mich in diese Welt gebracht hat. Und das sind in diesem Sinne nicht die Eltern gewesen. Die Eltern haben uns in die Erscheinung treten lassen. Deswegen heißen im Englischen auch Parents, Parese in Erscheinung, appearing ist im Englischen das in Erscheinung treten. Parents heißt vom Englischen her, sie haben uns in die Erscheinung gebracht. Und mehr als mehr werden sie auch nicht gesehen. Das heißt, der dir den Weg zu Gott weist, und in der Tradition hat man dann Menschen gehabt, die dann andere eingeführt haben da rein, und er sagte, das ist dein Vater. Das ist dein Vater, nicht der biologische Zeuge, hat übrigens gar nicht so viel so zugetan, sondern der dich zu dem eigentlichen Vater zurückführt, der dir sagt, schau mal dein Leben an, das ist wertvoll, und das und hier, und das hat was mit dir zu tun, nicht mit dem und mit der, nein, mit dir hat das zu tun. Und das ist in Wirklichkeit dein Vater. Weil der bringt dich auch wieder auf diesen Weg zurück. Und das ist der einzige Sinn, weshalb wir überhaupt hier sind. Dass wir beginnen, uns zurückzusehnen. Aber dazu braucht es einen Weg. Und diesen Weg
weiß nicht, haben wir noch einen Augenblick Zeit? Ja, wir haben ein bisschen später angefangen. Ich möchte nämlich gern das Beispiel, extra so ein schönes Bild gemacht, hoffentlich kann ich mal sehen. Das ist ein Baum mit einer Wurzel und daneben steht eine Ameise mit einem Fragezeichen. Und dieses Beispiel habe ich schon oft erzählt, aber es berührt mich jedes Mal selbst immer wieder neu, wenn ich davon spreche. Das ist ein Experiment, ein theoretisches Experiment, was sich Dr. Edward de Bono, vielleicht kennt ihn jemand, aus, ein britischer Arzt, ausgedacht hat. Und es beruht auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir geben diese Ameise da unten, die so unbedarft dasteht, den Auftrag, sie soll sich ein Blatt aussuchen, ein willkürliches Blatt, das wir uns ausgedacht haben. Also wir sagen da oben rechts irgendwie einen Gedanken, da ist ein Blatt. Ameise, ich habe mir ein Blatt ausgesucht, so ähnlich wie Lotto spielen, du musst das jetzt finden. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ameise das beim ersten Mal findet? Bei einem durchschnittlich belaubten Baum, ist natürlich jetzt eine Schätzfrage, keine Scherze, sondern eine Schätzfrage. 1 zu 8000 ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt sagen wir der Ameise, die ganz oben auf dem Blatt ist, jetzt geh mal zum Stamm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 100%. Warum? Weil es auf dem Rückweg keine Abzweigung gibt. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Das sagt, unten beim Stamm sehen wir die Verbindungen. Wenn wir alle bei uns selbst zur Wurzel gehen, dann sehen wir auch, dass wir alle zum gleichen Stamm gehören. Einfach Menschen sind. Ich war schon weit gekommen, leben bis Neuseeland und habe dort Menschen, mit Menschen gesprochen. Ich rede gern mit Menschen und interessiere mich für Lebensgeschichten, lese viele Biografien und habe auch ich war lange Jahre auch im Rettungsdienst tätig und einfach deshalb bin ich da geblieben. Erst der Menschenkontakt hat mir sehr gut getan und ich hatte viele freie Zeiten, in denen kein Einsatz war. Da konnte ich immer Weinreb lesen. Und so konnte ich beides miteinander verbinden. Und da habe ich so viele Lebensgeschichten gehört. Und ich war jedes Mal, ich habe gedacht, das ist ein Mensch. Ein Mensch auf seinem Weg, auf seiner Führung. Und jetzt sitzt der Mensch neben mir. Und wir haben Jahrzehnte nebeneinander hergelebt und sind uns nie begegnet. Und jetzt spricht er und er spricht etwas in mir an, wo ich sage, ah, das kenne ich doch schon. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, kenne ich schon. Aber plötzlich völlig neu. Man erlebt das ganz neu. Das ist wie ein Schluck Wasser. Ich weiß, wir alle wissen, wie das schmeckt. Aber wenn wir durstig sind und trinken, das ist es wie, als wenn wir das erste Mal trinken. Es ist frisch, es ist köstlich und es belebt uns. Und so ist dieses Begegnen mit Himmel und Erde. Also da möchte ich gerne morgen drauf kommen, wenn das dann funktioniert, weil ich das unbedingt von der Sprache her zeigen will. Dann kann man sich es einfach besser vorstellen. Ist das ein Ausdruck dessen, wie Gott mit uns in Verbindung tritt? Über diese Schöpfung tritt er zu uns und über dieses sich Sehnen zum Stamm dieses Baumes hin. Da merken wir dann, wir sind ja gar nicht so unterschiedlich. Hier unten ist dann der Strich und dann kommen die Wurzeln. Kann man vielleicht sehen, da unten ist dann nur angedeutet natürlich. Und das ist der Bereich des Verborgenen. Das ist der Bereich, wo es dann auch keine Blätter mehr gibt. Wo dann dieser Austausch anders stattfindet. Wo der Baum aber auch seinen Halt erhält. Der Baum hat seine Stabilität in der Finsternis. Das muss man sich mal überlegen. Er hat seine Stabilität in der Finsternis und sagt nicht der Teufel zu Jesus, schau mal die ganze Welt, so du niederfällst und mich anbetest, will ich dir das alles geben. Und er widerspricht nicht. Meine Welt, gebe ich dir alles, wenn du das machst, und widerspricht nicht. Weil diese Welt ein Ausdruck von dieser Entwicklung ist. Die Welt entwickelt sich, deswegen ist sie mit der Evolution ja gar nicht so, das ist ja nicht irgendwo dahergeholt, sondern tatsächlich gibt es ja diese Wandlungen und so weiter, wenn wir das sehen. Aber wie hält es mich? Worin habe ich eigentlich meine Wurzeln, die nicht sichtbar sind? Denn hier unten im Wurzelbereich sieht eine Wurzel die andere nicht mehr. Das ist alles verborgen. Und wir wissen auch, ohne große botanische Kenntnisse zu haben, wenn wir die Wurzel freilegen, selbst wenn wir den Baum jetzt stützen würden, oben mit Maschinerie, würde der Baum absterben. Einfach, weil Licht an die Wurzel kommt, weil Luft an die Wurzel kommt. Und das Licht gehört nicht in jeden Bereich. Und
Das Licht scheint vom Himmel herab, ohne selbst sichtbar zu sein, und macht's auf der Erde sichtbar. Von der Erde wird bei der Schöpfung eine ganze Menge erzählt. Vom Himmel fast gar nichts. Von da kommt das Licht, weißt du es? Er befestigt das oben am Himmel, an der Feste des Himmels, an der Rakia, an dem Firmament. Und die Vögel, fünfter Schöpfungstag, die Vögel fliegen gen Himmel, heißt es da. Also sie haben dann diese Dimension mehr. Wir können es hier nur auf der Fläche bewegen, aber sie können noch eine Dimension mehr einnehmen. Die Vögel werden eben gesehen, wie es letztes Jahr schon erwähnt, als die Seele. Und es gibt einen Brauch, den habe ich jetzt kürzlich erst in einem Vortrag gehört bei ihm. Es gibt einen Brauch, dass man bei einem Toten oder bei einem Sterbenden einen Vogelkäfig hinstellt mit einem Vogel drin. Und in dem Moment, wo der letzte Atemzug rausgeht, macht man den Käfig auf. Und dann fliegt der Vogel raus. Und jetzt heißt es, jetzt ist er wieder frei. Und das ist, was uns verloren gegangen ist. Was haben wir heute für Bräuche? 1000 Schläuche auf der Intensivstation. Das ist doch kein Brauch. Das ist furchtbar sowas. Weil man die Beziehung zum Leben verloren hat und davon nichts mehr weiß. Aber dass diese Schöpfung uns so intim einbezieht, wie es gar nicht intimer sein könnte, wie es zwischen zwei Menschen nie stattfinden kann, das ist etwas, wovon ich hoffe, dass es in diesen Tagen gelingt, dass es uns ein bisschen näher kommt, weil wissen können wir es nicht, aber dass es uns vielleicht hier und da berührt, wie uns eine Musik auch berührt. Und wir hören uns die Musik immer wieder an, obwohl wir sie in- und auswendig kennen. Und vor vielen Jahren hatte ich eine Phase, da habe ich das Oratorium, der Messias von Händel, habe ich also im Dauerloop gehört, die ganze Zeit, weil mich das so angesprochen hat. Und dann war ich auf einem Konzert, in der Frankfurter Oper war das, und dann wurde das live aufgeführt und da kamen mir die Tränen. Das hat mich so angesprochen, dieses große Halleluja. Und da dachte ich, das ist nur eine Nuance von dem, wie sich Gott uns mitteilt. Es ist nur eine Nuance. Es ist nur ein Bruchstück. Und es ist schon so gewaltig, was hier auch Menschen geschaffen haben, die inspiriert waren, die von der anderen Seite irgendwo, die einen Zugang hatten, die es einfach haben fließen lassen. Und das ist so schön, dass man dadurch auch spürt, wie wertvoll man eigentlich ist. Denn dass wir in den Augen Gottes so groß sind und die Größe zeigt sich an der Art, wie er uns eben behandelt, wenn wir uns ihm zuwenden, dass plötzlich die ganze Welt zu uns spricht, sind die Alltagserlebnisse, die kleinsten Dinge. Plötzlich merke ich, es hat mit mir zu tun. Dieses große Ding, was ich erzählt habe mit der Lufthansa, das sind aber alles so Sachen, die für mich sehr persönlich sind. Und wo ich spüre, diese andere Hand ist ständig im Spiel und führt das und leitet das. Und das ist Ausdruck von diesem Schabbat. Es ist der siebte Tag und siehe, es war sehr gut. Der Adam ist sehr gut. Und die Beziehung zu Menschen ist diese Liebesbeziehung. Und Weinrib betont Johannes 3,16, eines der bekanntesten Bibelverse im Christentum. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Den betont Weinrib ganz anders, als ich es immer gehört habe. Er sagt nämlich nicht, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und er sagt, also hat er diese Welt geliebt. Sagt er, diese Welt, wo du so vielleicht sagst, ach, hoffentlich habe ich es bald rum. Hoffentlich ist es alles so furchtbar und ich will auch weg. Und er sagt, aber diese Welt liebt er. Diese Welt ist der Ort, wo seine Liebe Ausdruck findet und wo Menschen dann gerührt sind und sagen, es ist doch schön auch. Es ist so schön, so intensiv, so damit verbunden zu sein und dass man dann auch gar nicht mehr drüber sprechen will, dass man in das Schweigen reinkommt. Und trotzdem, kurz wenige Wochen vor dem, dass das hier stattgefunden hat, habe ich mit jemandem am Telefon gesprochen und habe ich gesagt, eigentlich ist es bei mir mittlerweile so, dass ich mich gar nicht mehr getraue, darüber zu sprechen, weil ich Angst habe, ja, in Anführungsstriche Angst, dass ich da was Eigenes reinmische. So irgendwelche Zusammenhänge und sowas, was ich mir vielleicht selbst ausgedacht habe. Nur um irgendetwas darzulegen und darzustellen, was meiner Art entspricht. Und man bekommt tatsächlich so einen, ich möchte sagen, einen heiligen Respekt davor. Weil man spürt, kurzen Einschub, die Tora wird nur von ganz bestimmten Leuten, im Original, diese Tora-Rolle, wird nur von ganz bestimmten Menschen geschrieben. Die machen erst, ich will nicht sagen, eine Eignungsprüfung. Aber man muss diese Leute über viele Jahre kennen, dass man weiß, sie treiben damit keinen Missbrauch.
Weil er sagt, diese Zeichen, die haben eine Verbindung zu einer anderen Welt. Und wenn die so handgezeichnet werden, die sind so eine Kalligrafie, dann ist da so eine intensive Beziehung, also das ist so nah an der anderen Welt, dass man damit Dinge beeinflussen kann, direkt in der materiellen Welt. Und wenn das einer missbraucht, dann ist es natürlich, dann ist das Verderben. Und deswegen wird das nur solchen Leuten gegeben. Und in dieser Hinsicht möchte ich dann den anderen Satz wieder fortführen, ist dann irgendwann, merkt man die Bedeutung von dem, mit was man sich dann eigentlich, was man bei sich selbst zulässt, dass es um viel, viel mehr geht. Weil er sagt, wenn ein Mensch durchbricht, kann die ganze Welt sich dadurch ändern. Das ist also nicht so ohne. Es heißt nicht nur, dass ich persönlich jetzt auf einmal ein besseres Leben habe, ganz isoliert irgendwo auf der Welt, sondern dass unser eigenes Leben, dein Leben, mein Leben, entscheidend sein kann für den Lauf der Geschichte. So weit wird das gesagt. Also das ist jetzt nicht mal meine Worte. Und wir wissen, dass die großen Umwälzungen in der Welt waren nicht immer zum Positiven gewesen, aber auch häufig durch einzelne Menschen gekommen sind. Durch einzelne Menschen, die nicht ruhig gelassen haben. Und ich kann nur aufmuntern, selbst dahin zu gehen und sich damit zu beschäftigen und selbst zu finden. Denn das Finden ist das größte Glück. Weinreb sagt mal, wenn du etwas gefunden hast, einen Zusammenhang, und das spürt man auch innerlich, da ist gerade was bei mir passiert, dann hast du einen weiteren Pflasterstein gelegt für deinen Weg. Und dann geht es wieder ein Stück weiter. Und die Freude des Findens kann man nicht mitteilen, indem man davon spricht. Man muss es erleben. Und damit möchte ich heute Abend schließen und hoffen, dass wir das morgen so fortsetzen können. Dankeschön.